Generalprobe für den SC Hessen Dreieich. Nächste Woche Samstag wird es ernst. Pflichtspielauftakt in der Hessenliga beim SC Waldgirmes. Heute wird noch einmal getestet und es kommt kein geringerer Gegner als der aktuelle Tabellenführer der Verbandsliga Süd, der SC 1960 Hanau. 4 Tage nach den Anschlägen von Hanau versuchen beide Mannschaften ein Zeichen zu setzen, denn der Fußball steht für Vielfalt, bringt Menschen aus allen Ländern zusammen und grenzt oder schließt niemanden aus, denn auf dem Feld sind wir alle gleich. In diesem Sinne gedenken wir der Opfer des Anschlags von Hanau. Der SC 1960 Hanau hatte bereits 2 Pflichtspiele Anfang Februar im Pokal bei der SG Bruchköbel, ein souveräner 2:0-Sieg. Und auch in der Liga konnte man sein erstes Spiel im neuen Jahr mit 3:0 für sich entscheiden. Hessen Dreieich in den roten Trikots von rechts nach links. Das ist Toni Reljic, toller Steckpass für Zubair Amiri, 1:0. Der Cousin von Nadim Amiri, der aktuell bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht, trifft für den SC Hessen Dreieich, ist aktueller Nationalspieler von Afghanistan und macht das hier richtig stark. Und zu Beginn waren die Hanauer nicht richtig auf dem Feld, das nutzte der SC Hessen Dreieich eiskalt aus. Wieder eine tolle Kombination. Dann ganz viel Zeit. Die Hereingabe ist nicht schlecht. Und dann der zweite Ball zum 2:0. Toni Reljic, der beste Torschütze der Mannschaft. Aktuell 8 Tore in der Liga. Der 27-jährige Kroate trifft auch in diesem Test. Außenrissflanke von Enis Bunjaki. Dann wird der Ball geblockt. Aber Toni Reljic ist ganz alleine und kann zum Abschluss kommen. Hanau wirkte fahrig zu Beginn, versuchte sich ins Spiel zu kämpfen. Eine Standardsituation von Joe Makengo brachte zum ersten Mal Gefahr für das Tor von Mike Wroblewski, der ansonsten wenig zu tun hatte, denn seine Mannschaft spielte nach vorne, spielte direkt, spielte schnell und nutzte diese Gelegenheit nicht. Toller Abschluss, Enis Bunjaki gegen Keeper Janis Pelowski. Es war ein munterer Test, viel Tempo, viele Vertikalpässe. Nächste Szene, toller Antritt von Masaya Ohashi und dann der Abschluss von Aret Demir. Aber Mike Wroblewski hält den Ball richtig stark. Die 2:0 Pausenführung für Hessen Dreieich ging absolut in Ordnung. Umso länger das Spiel dauerte, desto besser wurde Hanau. Aber zu Beginn der zweiten Hälfte war es wieder Enis Bunjaki gegen Janis Pelowski. Hessen Dreieich schaffte es immer wieder, sich in der Hälfte des SC Hanau festzusetzen. Der Ball wird zurückgespielt, dann die Hereingabe, eigentlich ungefährlich, aber dann kommt der Ball vor die Füße von Enis Bunjaki. Der Mann wird dem ein oder anderen Eintracht-Fan noch ein Begriff sein, stand im Profikader von Eintracht Frankfurt, kam dort zu keinem Einsatz, wechselte letzten August von Eintracht Stadtallendorf zum SC Hessen Dreieich. Was hatte der Tabellenführer der Verbandsliga Süd noch zu bieten? Eine schöne Kombination, der Ball wird rausgelegt, die Hereingabe ist auch nicht schlecht und dann eine Wahnsinns-Einzelaktion, Ozan Keskin! 1:3 nur noch. Der Neuzugang vom VfB Ginsheim in der Winterpause gekommen, 21 Jahre jung, ausgebildet beim FSV Frankfurt und bei Rot-Weiß Frankfurt. Hier zeigt er einmal, warum der SC Hanau ihn haben wollte. Wir sind bereits in der Schlussphase. Der SC Hanau versuchte noch einmal etwas zu kreieren. Aret Demir gegen Mike Wroblewski, der wunderbar übergreift und diesen Ball aus dem Winkel kratzt. Das war der Schlusspunkt in diesem Testspiel. Der SC Hessen Dreieich schlägt den SC 1960 Hanau verdient mit 3:1 und ist bereit für den Pflichtspielauftakt nächste Woche beim SC Waldgirmes. Es war ein sehr guter Test, muss man sagen. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, dadurch, dass wir auch ziemlich schnell, sag ich mal, 2:0 geführt haben. Haben uns dann natürlich ein bisschen oder haben das Ganze verwaltet dann eher, haben dann, sag ich mal, uns ein bisschen tiefer wiedergestellt, haben Hanau spielen lassen. Für den SC Hanau gilt es, den Fluch des vierten Platzes zu besiegeln, denn seit dem Aufstieg 2016 in die Verbandsliga hat man immer den vierten Platz belegt. Dieses Jahr soll der Aufstieg gelingen. Wir wünschen viel Erfolg.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.